Und damit willkommen zurück hier bei Warlocks Master of Arcane. Ja, der will wieder militärische Unterstützung, was bedeutet, wir sollten mal Leute rüberschicken und ich hätte mal einen Zauber aufladen können. Wow. Jetzt sehen wir natürlich wieder mal nicht, was da abgeht. Ach, da drüben, wer hätte es gedacht? So. Wir dürfen was bauen. Okay. Mana. Ja gut, wir haben hier ziemlich viele... Naja, so viele Gebäude haben wir nicht gebaut, aber so ein magischer Turm, na, fast da nicht so viel, aber okay. Stimmt, die Mechanikergilde, das habe ich ja gesagt, dass wir da Katapulte bauen können. Da sieht es neutral aus, ganz gut. Das Fleckchen werde ich auch noch wegmachen. Ja, komm, machen wir eine Mühle hin. Warum denn nicht? Ja, wir helfen ihm natürlich, ganz klar. Sehr schön. Guck mal an, da sind ja immer noch die da. Sag mal, die sind mir ja gar nicht mehr aufgefallen. Dann wollen wir mal die Truppen langsam aber sicher runterschicken. Ansonsten, die nächsten sind fertig. Ja, gut, dass ich da so viele gemacht habe von denen. So, den Teleport bitte. Ja, wir können natürlich... Da drüben ist zumindest mal das Ogerloch. Das ist ja sehr gut. Also, er darf nur nichts mehr machen. Das ist natürlich eher schlecht. Ansonsten, ihr dürft mal heilen. Wir kümmern uns jetzt mal... langsam aber sicher um die Leute, dass wir hier mal einigermaßen Platz machen. Vor allem, ich will hier Fruchtbarkeit drin haben. Nee, komm, wir lassen das erstmal. Wir haben noch ein bisschen Zeit, ehe wir das da drüben angehen müssen. Jetzt, Sattle. Ja, die Stadt auf alle Fälle mal langsam aber sicher angehen. Was heißt langsam aber sicher? Die werden wir uns einfach auch noch schnell schnappen. Je schneller, desto besser. Ja. So, ne? Kollege. Passt schon. So. Geht doch, liebe Magier. Das war doch mal beeindruckend. Allerdings halt auch nur dank eures Frosteffekts. So. Ach, eine Mana-Pumpe. Ich wollte gerade sagen, ist das da drüben im Tempel? Aber, es wundert mich eigentlich, dass die anderen das... Dass wir so wenig Tempelplätze hier gefunden haben bis jetzt. Dass wir das da hier immer noch nicht haben. Mensch, das ist doch zum Heulen. Also es ist, so lange habe ich noch nie gebraucht, um mal an den Tempel ranzukommen. Und dabei kriegt man so tolle Einheiten. Wir könnten uns die jetzt aktuell auch wieder mal leisten. Oder? Ich glaube, die war noch teurer. Also, brauchen wir noch ein paar Runden. Aber von daher. So. Ach, guck mal. Der werte Herr Ogre ist ja wieder mal da. Eigentlich hätten wir den lassen können, dass der da reingeht. Meta-Teleport. Sehr gut. Dann können wir zumindest mal unser Versprechen einhalten. Und da drüben ein bisschen Rambazamba mitmachen. Vor allem könnten wir endlich mal herausfinden, wo... Da kommen wir schon gar nicht mehr durch. Das ist natürlich interessant. Okay. Dass wir da endlich mal herausfinden, wo der Tempel ist. Und dafür ein bisschen Unruhe stiften können. Hier drüben sieht es echt ganz mies aus. Gut. Erstmal ein Markt. Das müssen wir wegmachen. Waren wir das? Ich weiß es gar nicht mehr. Fischi. So. Die Siedler. Ja, supi. Ja, ihr dürft als nächstes dann gleich ins Wasser gehen. So. Er hier. Erste Batterie. Feuer! Gut. Was bedeutet, wir könnten hier dann gleich natürlich die Fruchtbarkeitmachung mal reinholen. Bedürft ihr unserer Dienste? Nein, gar nicht. Ansonsten hätte ich euch ja mitgehen. Was denkt denn ihr? So. Sehr schön. Oh,
Da war es sogar am Platz. Das ist sehr gut. Ja, das ist natürlich jetzt das Problem, dass die hier durch das Sumpfgebiet durchlaufen müssen. Also das Schöne ist, wenn wir hier die Stadt hin machen, haben wir hier gleich das. Achso, nö, das können wir einnehmen. Ja, gut, okay. Aber trotzdem, dann haben wir hier gleich mal die Hellebarden und eine Eselskarawane Handelsaußenposten. Also dann haben wir hier schon mal ordentlich, Achso, das ist Aufforschung. Hätten wir hier schon mal ordentliche Gebäude. Schaden. Ja, passt. Ach, sie darf? Gerade leicht verwirrt. Mal wieder! Das ist ja was Neues, hä? Vipernal. Da ist noch eine Standardstadt. Da oben sind noch Standardstädte, die haben sich so lange befetzt und haben das nicht in die Gänge gekriegt? Wow, ich bin ja schwer beeindruckt. Die Stadt gehört uns schon. Das ging jetzt selbst für meine Verhältnisse sehr schnell. Da brauche ich mich natürlich wundern, warum die Magier da nicht reinschießen können. Wow, cool. Mana-Pumpe. Goldmine, komm. Warum denn nicht? Tempel wären mir lieber. Aber dass auch die nichts haben. Ich meine, hier auf diesem Kontinent ist ja schon keine einzige Stellung dafür, ne? Das ist schon sehr außergewöhnlich. Das muss ich ja schon sagen. Ich habe das Ding doch nicht irgendwo übersehen, oder? Ich meine, das wäre jetzt natürlich Oberpanne. Nö. Ist hier einfach nicht. Naja, gut. Okay, was soll's. Ist ja auch nicht tragisch. Stets bereit. Ist ja nicht tragisch. Ja, ist es schon, aber kann es eh nicht ändern. So. Siedler. Ja, ihr dürft ins Wasser gehen. Also das war nur das dafür, dass ihr fertig seid. Ansonsten jede Menge Gedöns fertig. Sobald wir dann da drüben einigermaßen, also da, auf der Insel einigermaßen aufgeräumt haben, werden wir mal Armeen zusammenstellen für Portaldurchquerung. Sobald wir hier diesen Zauber aufgelöst haben und es kommt aufs selbe raus, ist egal. Ich sollte nicht so viel durch. Ihr habt eine neue Anfrage erhalten, Herr. Wir können euch Schiffe bauen. Wow. Cool. Okay. So. Wenn ich das da mache, macht es am meisten Sinn. Weil das ist ja sauber. Bauen die Stadt dann hier auf? Ja, ich denke, das ist soweit ganz in Ordnung. Ich denke, das dürfte soweit in Ordnung sein. Für die Elfen. So. Ja, bis es drüben ist, sind die Elfen da auch weg. Ach, guck mal an, da ist ja noch ein Hellebarden-Dings. Dann machen wir die Stadt trotzdem da. Stolz und bereit. Die Frage ist jetzt natürlich, will ich da jetzt nach oben gehen oder eher nach unten? Sehr gut. Wir gehen nämlich hier oben hin. Ich will nämlich den Ogerport weghaben. Dann holen wir die dorthin oder beziehungsweise die da. Nein, den dahin. Die dahin. Die da greifen die an und danach der Rest gegen den Oger. Passt. Super. Eine Gießerei. Kann nur auf Eisen errichtet werden. Super. Solche Gebäude nehme ich natürlich immer gerne mit. Warum auch nicht? Hier drüben eine Goldmine. Also finanziell ist diese Stadt definitiv abgesichert. Dann hier drüben. Ja, die Städte müssen jetzt erstmal so langsam aber sicher in die Gänge kommen. Übungsarena können wir uns eigentlich... Nee, brauchen wir. Mist. Okay. Dann... Oh, meine Lieblingseinheit. Das ist meine absolute Lieblingseinheit. So. Den Tempel will ich eigentlich auch bauen. Ich meine, ich hätte jetzt wirklich den Tempel gebaut, wo in der Quest gestanden wäre.
Aber ich zeige das da noch nicht. Warum? Weil ich es kann. Sobald ich sehe, wir kriegen das nicht, werde ich natürlich die Einheit zeigen. Aber ansonsten, lasst es euch mal überraschen. Also das ist so meine absolute Lieblingseinheit. Und ich muss auch sagen, das ist so für mich gesehen, glaube ich, die stärkste Einheit im Spiel. Wobei, die aus den Tempeln sind immer gleichmäßig gleich stark. Gibt's nicht. Sie haben alle ihre Vor- und Nachteile. Und das finde ich das Schöne dann daran. Für die Elfen. Edelsteine. Okay, jetzt will ich die Stadt natürlich erst dreimal recht haben. Und ich muss dran denken. Erstens mal greift die mal da unten an. Das sind ja Opfer, ne? Die können ja mal gar nichts. Sehr gut. Wir laden uns schon mal Armageddon auf. Ich hoffe, dass das da drüben nicht so viele Elementare sind. Ansonsten haben wir halt ein Problem. Ja, da hat sie natürlich ordentlich rumgespielt, die Gute. Wobei, ich glaube, das sieht wieder eher natürlich aus. Die sollten wir vielleicht noch verzaubern, dass die hier auch auf alle Geländen ordentlich latschen können. Und ihr geht jetzt einfach mal in der Stadt campen. So. Die Galeore. Nee, die baue ich vorsichtshalberweise mal noch nicht. Manafade, Helematen, das da. Jetzt will ich hier unten gerade mal zwei Sachen überprüfen. Die Stadt dürfte ja eigentlich schon bald soweit sein. Also ich hoffe doch, dass jetzt mal einer der beiden Städte soweit die Pushen in die Gänge kriegt, dass wir hier dieses blöde Teil hier bekommen. Also das kann es doch nicht sein. Das ist ja echt schlimm. Das ist... Ah! Was will der wieder? Mana. 100 Pro. Egal. Ach, ich habe Truppen vergessen zu bauen. Ja. Och nein, 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 nein. Komm. Oh Gott im Himmel. Wieder mal 500.000 Dinger bei uns, hä? Das habe ich doch ganz genau gesehen. Und ihr greift meine Magier an. Ihr seid hier total bescheuert. Ich warn euch. Ich reiß euch den Hintern auf. Ich pack die mal in der Stadt, die Magier. Jetzt wird es natürlich dann wieder auf unserem Festland echt hässlich. So. Also. Angreifen. Das hat ja viel gebracht. Ja. Gut, die werde ich eh nicht alle dafür brauchen. Ich mache das mal mit dem. Sehr gut. Da rein. Dort rauf. Und ihr... Ach, das waren auch schon gleich mal solche. Supi. Ui. Ui. Plan B. Okay, habe ich jetzt dort gebaut. Okay, Plan B. Wir holen uns Sweepern Hall. Schauen, dass wir die abreißen. Dort oben drauf die Stadt einnehmen. Aufbauen. Und dann haben wir das Ding. Mensch. Wäre doch gelacht, wenn das nicht klappen würde. Bedürft ihr unserer Dienste? Ich habe dich auf die feuern lassen und die stehen noch. Ich bin echt enttäuscht von dir. Echt enttäuscht. Wirklich. So enttäuscht. Wir machen hier mal eine Kleriker-Gilde, so dass wir halt auch nicht einfach Truppen herstellen können. Hier drüben machen wir mal... Wir haben ein Gehöft, wir haben einen Kornspeicher. Fischerdorf wäre natürlich was Tolles, aber das darf ich hier wieder mal nicht bauen. Machen wir halt noch ein Gehöft, was soll's. Was soll es? Hier darf ich auch noch irgendein sinnloses Gebäude. Oh, was heißt sinnlos? Ich sehe nämlich gerade. Credits machen wir nämlich hier gar keine. Plus minus null ist jetzt auch nicht so schlimm. Komm, jetzt machen wir hier den Aushub. Hier drüben machen wir den Juwelier. Das hatten wir nämlich auch noch gar nicht. Und dafür gibt es natürlich ein Schutzamulett, was natürlich eine tolle Angelegenheit ist. Hätten wir ein zweites, könnten wir da natürlich auch nochmal Gewinn draus machen. So.
Gold sieht es hier auch nicht ganz so super aus. Handwerkerviertel, Markt. Meine Diebenengilde halt noch dazu. Warum nicht? Allheilmittel. Das war klar. So, jetzt dürfen wir erstmal 500.000 Viecher killen. Sehr gut. Jetzt bin ich gerade mal am Gucken. Da drüben sieht es natürlich am schlimmsten aus. Das war fast... Ja, fast klar will ich jetzt nicht sagen, aber okay. So. Jetzt werden wir natürlich wieder mit Mana zugemüllt bis zum geht nicht mehr, aber naja, was soll's. Ansonsten, wo könnten die jetzt hingehen? Jetzt will ich erstmal eine Übersicht bekommen. Ihr geht da runter, die schicken wir dahin. Ach, guck mal an, er darf da eine Stadt aufbauen. Mensch, der ist aber dreist. So, die sind auch fertig. Dann schicken wir die halt mal gerade dann auf. Die kommen aber durch das Portal, das weiß ich ganz gewiss. Das ist natürlich eine kritische Angelegenheit, dass sie natürlich bei so frischen Städten sind. Ja, das ist natürlich Opfer, ne? Machen wir ein paar Ratten, das sollte helfen. Hier, warum nicht? Helfen wir dem einfach noch so ein bisschen. Es ist natürlich blöd, dass wir da keine Einheiten haben, aber warum darfst du noch angreifen? Wo sind denn da noch welche? Ach, da. Supi. Wobei beim Gegner interessieren mich die eigentlich nicht. Das ist so viele Sinn, hey. Das ist ja schlimm. Was dürfen wir da an... machen? Irgendwas Billiges. Oh, Speerträger, warum nicht? Die kann ich immer noch töten. So. Also die bekommen halt eine Aufgabe, bei der sie eine relativ hohe Chance haben zu sterben. Weil ich mich ja so um die Sorge, ne? Bin ja ein Weiser und sehr zuvorkommender Herrscher. So. Dass er aber hier seine Leute hier in der Stadt so lange lässt, gefällt mir echt gar nicht. Also wir werden das nächste Mal in Frostufer definitiv noch einen Turm bauen. War ja klar, dass da jetzt natürlich nochmal Einheiten dazukommen. Schuss bereit. Das lief ja mal supi. Dann machen wir das halt so rum. Ihr greift die an, du greifst die so an und die schicken wir halt mal so ein bisschen herum. Boah, ist da viel. Oh, da ist noch ein verlorenes Artefakt. Da ist noch eine... Und die Gegend hier drüben ist eigentlich relativ hübsch. Also da können wir viel Spaß haben. Sehr viel Spaß sogar. Ja, die werden sich hier jetzt natürlich nur langsam, aber sicher durchquälen können. Fühlt man ja nicht so. So, ihr guckt mal. Ja, könnten wir eigentlich dahin dann als erstes was schicken. Macht Sinn soweit, ne? Ja, komm. Das Schiff können wir rüberholen. Das gefühlt mir. Ja, Dämonenaltare ist mir gar nicht aufgefallen. Den ganzen Schmutz. Und nächste Runde, bitte. Ich meine, das ist das Blöde. Diese Zufallseignisse, die kosten jetzt natürlich viel Zeit, ne? Wenn man jetzt mal überlegt, jetzt hat man da vielleicht mal zwei Runden gemacht oder drei maximal. Und muss sich dann dabei erstmal um die ganzen Altare kümmern. Ich meine, das wird er ja jetzt auch machen. Ich skippe das einfach mal so zum Großteil. Okay, solange er nicht vorhat, jetzt dort auch noch unten zu gehen. Ach, guck mal, die habe ich vergessen. Oder? Nee, glaube ich nicht. Bin mir schon gar nicht mehr sicher. Da kommt man auch so richtig aus dem Rhythmus. Ja, das ist natürlich eine sehr schlaue Angelegenheit, ihr Schafe. Vor allem, ich habe schon wieder vergessen, Truppen zu bauen, ne? Okay. Ja, genau, weil ich wollte nämlich schon sagen,
bevor Armageddon da fertig ist, hätte ich vielleicht gerne mal ein paar Truppen. Okay, Ratten bauen wir da drüben eh. Dann können wir das mal lassen. So, Goblin Hall. Die bringt es jetzt auch nicht so. Die erst recht nicht. Da darf ich wahrscheinlich gar nichts bauen. Haben wir denn irgendwo Einheiten? Relativ. Naja, da war ich ja schon. Neuorg. Auch nicht. Königsschwert. Haben wir. Machen wir davon. Das ist ein bisschen arg viel. Soweit. Machen das mal so. Nein. Merfen. Nein. Hier vielleicht. Machen wir es so noch. Ich habe hier gar nichts Gescheites, um ehrlich zu sein. Ranoch. Ich auch nichts da, wo ich jetzt sagen würde, es würde sich lohnen, durch die Stadt mal durchzujagen. Gut, müssen wir erstmal mit leben. So. Sind hier zwei Türme, hätten wir da ja. Machen wir halt nochmal eine Bibliothek, warum nicht? Ansonsten machen wir hier eine Mana-Pumpe hin. Die schicken wir jetzt mal rauf. Dass wir das da hier schnell einnehmen. Ah, das ist super. Guckt euch das mal an. Guckt euch das echt mal an. Das ist doch eine Sauerei. Meine Güte. Gleich mal zwei nebeneinander. Ach, das ist ja ein Traum. Das ist ja ein Traum. Mensch, das ist ja supi. Ah. So. Damit bekommen wir natürlich, damit schließen wir kirchlich sehr schnell und sehr gut auf, würde ich fast mal behaupten. Da können wir das Blatt sogar nochmal ganz ordentlich wenden. Zumindest aus dem Aspekt her. Ach, hier hat er ja seine ganzen Truppen weggezogen. Na gut, er wird im Landesinnere halt mindestens genauso viele Probleme haben, wie wir es haben. Okay. So, zumindest eine Stadtverteidigung mache ich jetzt doch soweit ganz gut. Kurz mal durch. Ich will nämlich den Part nicht überlang machen. Das wäre nämlich mindestens genauso schlecht. Wobei kommt die 10 Züge oder die 10 Leute da. Wir müssen danach mal gucken, was wir eigentlich alles bekommen haben, weil wir bekommen ja auch jedes Mal noch Artefakte dazu, was natürlich sehr toll ist. Ein Pestbogen. Super. Ob da überhaupt mal was Interessantes dann auch für uns dabei ist. Ja, amüsiert euch. So. Und ihr geht an Land. Dann haben wir in der nächsten Runde hier dann unsere Stadt da unten. Die kann ich nicht angreifen. Von daher meide ich die mal. Ach, guck mal an, da drüben ist ja alles noch. Da war überhaupt gar keiner. Also ab und an muss man das Spiel nicht verstehen, ne? Ihr geht mal so weit wie möglich nach oben. Und ihr geht dahin. Und ich glaube, das Armageddon. Nee. Abbrechen will ich es nicht. Wir setzen es einfach mal da oben ein. Was auch immer es jetzt bewirkt hat. Wir setzen Dings an. Nochmal Fruchtbarkeitsmachung. Dann hätten wir das auch. Gut, okay, dann soll es das für diesen Part auch schon gewesen sein, vor allem auch schon. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe doch sehr, ihr schaltet das nächste Mal wieder mit ein. In diesem Sinne, Baba!